Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Wir befinden uns im Haus der Hoffnung, im Gefängnis von Hope, von Hoffnung. Ja, und hier sind die Gefängniswärter. Ein Betrachter und einige Imps. Kann durchaus sein, dass hier noch mehr ist. Wir sehen ja nicht alles gerade. Aber was ich weiß, ist, früher oder später müssen wir sie sowieso loswerden. Deswegen... Warum nicht früher? Erst müssen die wegschauen. Dann könnt ihr hier zu denen direkt hinfliegen. Oh, am besten Minthara sollte zu denen hinfliegen. Ich hätte nämlich gerne, dass sie einen First Strike auf den Beobachter hinbekommt. Beobachter sind First Targets. Stufe 5 Teufelchen. Ist nicht so schlimm. So viel zum First Strike, nicht wahr? Gut, von Vorteil ist tatsächlich, dass wir gerade... Ach du Schande. Im Kampf. Da die fliegen können, runterstoßen, bringt da nichts. Deswegen... Ich weiß nicht, ich kann doch übers Portal immer wieder zurück, oder? Dann kann ich doch theoretisch auch all in gehen. Aber da ich das nicht weiß... ...nutzen wir andere Möglichkeiten. Das ist tatsächlich cool, wenn wir als erstes dran sind, der Kampf sozusagen begonnen hat, alle bleiben stehen und einige noch nicht entdeckt wurden, da kann halt nahezu nichts schief gehen. Wir können uns andersartig positionieren. Kettenblitz ist jetzt auch nicht das Beste. Was ist gut gegen einen Betrachter? Charisma, Gelegenheitsangriff ist okay. Keine Resistenzen, ist halt beefig, hat unglaublich viele Angriffe, wenn ich mich recht entsinne. Ja, okay, welche Option habe ich? Der Kältestrahl juckt mich gerade in den Fingern ein bisschen, aber da müsste ich in der Nähe bleiben. Feuer, lesen wir mal. Magische Resistenz ist gegen Zauber und andere magische Effekte im Vorteil. Zurückdrängen der Strahl. Wenn deine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, kannst du sie bis zu einem Meter von dir wegstoßen. Teufelssicht. Sehen qualvoller Strahl, wenn du zum Schaden hinzufügst, dann ist negativ. Okay. Flüchtiger Schutz. Wow, wenn die betroffene Kreatur mit gleißendem Schaden angegriffen wird, wirft Raphaels Schutz die doppelte Schadensmenge an Feuerschaden zurück und dieser Zustand endet. Ein Schutz gegen gleißenden Schaden. Das ist das, oder? Gleißend, ja. Ach so, ja, und die Resistenzen. Die haben schon einiges. Ja, Feuerimmunität, Giftimmunität, Kälteresistenz. Die Teufelchen haben was drauf. Die haben wirklich was drauf. Kälteresistenz erhöht sogar. Elektrizität ist dann allerdings gut. Jetzt habe ich aber nur bei Elektrizität tatsächlich den Kettenblitz. Aber der ist dafür stark. Er hat zwei Teufelchen gleich mit erwischt. Der Beobachter hat nicht so einen Schutz. Insekten oder auch Blitze. Ich könnte aber auch... Wobei, bringt das was, darüber zu gehen als Caster? Nee, eigentlich nicht. Ich trete auch dem Kampf bei. So. Erhabener Biss. Ich werde so glücklich werden, jawohl.
Oder? Ich habe doch jetzt den Zustand glücklich, oder nicht? Und er ist auf jeden Fall von einem anderen Spieler benachteiligt. Also, ja, bitte. Schade. Ey, echt schade. Er hat überlebt. Hätte ich mal Gift eingesetzt. Oh, das ist ja noch so ein Viech. Nein, danke. Was auch immer das machen wollte. Brüllt. Okay. Brüll ruhig. Nein, danke. Brüllt. Ah, schade. Keiner, der hier... Gut, 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 gut. Kein Gelegenheitsangriff. Das ist schade. Und nein, danke. So, die Imps haben schon mal diese Runde nichts gemacht. Das ist nicht verkehrt. So, jetzt sind wir nochmal dran. Feuer ist gegen euch useless, deswegen... Eis habt ihr eine Resistenz, deswegen... Du aber nicht. Boah, 1000 Erfahrungspunkte. Das ist doch super. Behold the dance of death. So, wie gehen wir gegen Imps vor? Blitze gehen. Blitze gehen wieder. Oh, kann ich beide erwischen? Yes! Please. Jawohl, einer wurde verkokelt. Hängt in der Luft. Ja, das gefällt mir. Da drüben haben wir noch Probleme. Aber die sollen zu uns kommen. Genau, den meine ich damit mit. Die sollen zu uns kommen. Ah, der Strahl. Oh, der Strahl tut. Lähmender Strahl. Ekelhaft. Mithara, das ist ein Job für dich. Dieses Viech zu bekämpfen. Gut, auch den eben zu bekämpfen, theoretisch, aber das Viech ist wichtiger. Lathanders Lichtrettungswurf gelungen. Das ist uncool. Oh, stimmt. Sie sollte gegen so ein Impchen nicht kämpfen, oder? Mit ihrem gleißenden Schaden. Einen Schild. Was? Ja, die könnten es einmal angreifen, da muss man nichts machen. Die Blitze können nochmal wirken. Minthara, erwische ich dich damit auch nicht? Das ist das Wichtige an diesen Blitzen. Ja, so treffe ich dich nicht, Minthara, nicht wahr? Schade, hatte einen Rettungswurf. Hm. Dann kokeln wir mal den an. Das hat gut Schaden gemacht. Aua. Meine Konzentration verloren. Furcht. Okay, Furcht macht nichts. Bezaubern muss ich nicht, der macht nämlich nichts mehr. Sehr schön. Nicht mehr viel Leben, nicht mehr viel Leben. Das Teufelchen ist mir egal, das hat aber einen Gelegenheitsangriff. Aber ist mir trotzdem egal. Wir greifen jetzt den an. Ja, 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 alles gut. Ja, komm. Yes! Der nächste ist down. Wer kommt dran? Astarion. Astarion könnte... Ah, es gibt viele Optionen, was Astarion... Moment, ist Astarion noch gelähmt? Nein, nicht. Ist er nicht mehr. Astarion. Dann kommt das Teufelchen und das. Also wäre es klug, wenn du das tötest. Und du kannst hinterhältig angreifen, weil... Ist im Nachteil, das kleine Teufelchen.
I'll do it my way. Aua. Schwierig auf diesem Gebiet tatsächlich, weil könnte ja irgendwas Schlimmes passieren. Moment, habe ich einen Zaubertrick oder sowas, weil es ist gar nicht wert, hier groß was gegen das zu verwenden, was kein Zaubertrick. Moment, ich sehe keinen Zaubertrick. Hast du keine Zaubertricks? Als Druide? Bin ich mir jetzt unsicher. Ah, gut. Henker. Swords meet sorcery. Du hast einen Feuerzaubertrick. Ach ja. Oh. Unleash me. Lecker. Ja. Beenden wir dieses Schauspiel. Still alive. So that's progress. That's progress und schön. So. Wunderbar. Oh. Oh. Lähmender Strahl. Nett. Das ist mit Sicherheit netter als irgendein Ring, den sie... Kann nicht schockiert. Resistenz, das ist gut. Gegen die Zauber im Vorteil, das ist eigentlich auch gut. Das ist Henker, ja, das ist gut. Das ist auch gut. Donnerwoge, optional, ist gut. Sprühende Farben, nicht so gut. Unsichtbarkeit, gut. Ermahnung des Auferstandenen kenne ich gar nicht. Ich glaube, Astarion, anstatt sprühende Farben, kriegst du... Kriegst du lähmender Strahl als Option. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Die Option zu haben, jemanden zu lähmen wie ein... Wie ein Betrachter. Lothkerzen. Ist das ein Edelstein? Auch wertvoll. Fürs Gewicht her sehr wertvoll. So, du kannst wieder da rein. Was ist das eigentlich dort oben? Schon wegen Länge her. Aber gut. Der hat nichts. Räubern wir die Wächter aus? Wollen wir auch die aus Wächter? Versteinerte Schulden. A petrified debtor. Impossible to tell how long she's been there, but likely longer than she deserved. That's not my problem. Soll sie so bleiben? A bisschen Gold? Naja, gut. Ein bisschen mehr Gold. Okay, der Ring war cooler. Ist das Gebiet sonst nichts? Nur das? Okay. Dachte, hier gibt es jetzt voll, voll den Untergrund. Orpheus und sowas wäre doch dann wahrscheinlich auch hier, dachte ich. Falsch gedacht. Reden wir doch mal mit ihr. Den haben wir aber noch nicht, aber du siehst Progress. This is a high-pressure situation, and I don't want to throw around accusations, but where is the hammer, you tremendous dolt? Hey, 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 hey. Der Ton missfällt mir tatsächlich. Das... Naja. Komm, hier gibt's einen Knopf. Gibt's von der Seite? Ah ja, da gibt's auch einen Knopf. Hier gibt's einen Hebel. Was macht der Hebel? Ach, vielleicht wenn ich mit Stärke die Luke nicht aufgemacht hätte, hätte man so die Leiter aushauen können? Oder wie? Such a beautiful house. Oh, such a beautiful prison. Keiner weiß, was passiert ist. Das gefällt mir. Die Musik ist schon eine Anspielung auf den Soundtrack, den ich mehrfach gehört habe, in verschiedensten Variationen schon. Ich glaube, der kommt zum Kampf oder zum Finale in diesem Level, nennen wir es mal so. Da kommt dieser Soundtrack dann zum Tragen. Das wird toll.
Jetzt ist er nur dezent im Hintergrund. Ja, kommt, 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 kommt. Ja, kommt rüber. Bewegt euch, bewegt euch. Hier gibt es nämlich auch einen Weg. Und solche Wege führen zumindest häufig zu Optionen. Hier hätte man auch springen können, also fliegen ist gar nicht mal nötig. Ein sneaky way zu einem Teufel in Raphaels Bett. Wir warten mal. Wir schauen mal. Wir gucken mal. Was passiert? Speichern ist schon mal verdächtig. Is running through the house. Oh. A thief in the night, greedy and here to take. Why are you here, little thief? Tja, Raphael, ihr seht sehr abgemagert aus. Raphael? Ha! No. You will have a far crueler master than Raphael soon. But what inspired you to pay him a visit? Gehen wir doch offen mit ihm und vielleicht hat er einen Groll gegen ihn oder sonst irgendwas. Oder greif mich gleich an. Ich suche den Hammer, ihr könnt mich nicht aufhalten. Raphael all but spent himself to get that hammer. And you want to take it off him? This is very naughty. Whatever are we to do? Why don't we play a game? You win, I give you everything you desire. But you'll enjoy yourself more if you lose. Was für ein Spiel. It's a surprise. Off with your clothes. Bitte, was? Naja. Wir sind böse. Wir spielen die bösen Spielchen mit. Good, little thief. Good. Keep going like this. Toll, darf ich wieder blurren? You'll get to live. You'll be crying out my name soon. You'd better know it. I am Harlep, Raphael's personal incubus, glamoured and transfigured to look like him. I'm a perfect copy. He only ever wants to sleep with himself. What's better than the devil you know, eh? His violating stare sees more than all of you. It sees potential. Before we continue, I want to make sure you're comfortable. Sometimes, when he's feeling adventurous, Raphael will ask me to change into the Archduchess, Raphael. I can take her form if you choose. A simple swap pales in comparison to what you are about to do for me. Die feminine Gestalt ist mir lieber. Das heißt, ja, doch. Then the Archduchess I shall be. On the bed. Lie back. Was wird mit mir geschehen? I already told you. It's a surprise. Don't you like surprises? Nein, eigentlich nicht. Na gut. Jetzt angreifen, das wär's. Thought of resistance or control is fading. You will obey, giving yourself body and mind to them. Nein.
dem Zauber widerstehen und dich an deinen freien Willen klammern. You retain a trace of free will, but it is one drop in the ocean of their desire. It will not last. Ihnen deinen Körper unterwerfen, okay. Wir spielen das Spiel. Every kiss is as tender as a last goodbye. Every touch a lie of true love. Devote yourself to pleasure eternal. Stay here with me. This can be forever. Nein. Mein Körper könnt ihr haben, aber nicht mein Verstand. Force your eyes open, drawing yourself back to reality. Or so you think. I can't wait to explore how you work. What gets you going? What makes you sweat? And every time I make love in your shape, you will know. A shiver out of the blue. A tingle from beyond. Now, your reward for giving me such a present. I will tell you one and only one of Raphael's dirty secrets. Whisper it to me. What do you want to know? Okay. Jawohl. Ist Raphael überhaupt gut im Bett? No. But you didn't come all this way to ask that, did you? You wouldn't sell yourself so cheaply, I hope. A treasure like you deserves to wrap their hands around Raphael's mightiest rod, the Orphic Hammer. Die Beschreibung. Raphael hides nothing from me, can deny me nothing, aside from what he keeps in his safe. The safe lingers behind the right-hand painting of Raphael. He almost spends more time staring at those portraits than he does at me. Although I'd love to watch you struggle to open the safe without it, this key should help. You've labored enough, pet. Now, shall we bid one another goodbye? Thank you for you. I will misuse you well. Okay, sollen sie machen. Habe ich jetzt wieder eine Hose an? Yay. Habe ich die Verkleidung noch? Nein. Das ist von Nachteil, glaube ich. Er hat mir alles ausgezogen. Frechheit. Frechheit, absolute Frechheit. Aber gut, es war von Nutzen und Konsequenzen, hoffe ich, habe ich keine davon. Ach ja, habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe nachher einen besseren Schild bekommen. Deswegen ist die Rüstungsklasse jetzt 24. Oh. I am listening. Juicy. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Das hat ihnen gar nicht gefallen, was ich da gemacht habe, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht so richtig drauf. Curious? Ah ja. Genesungshaar. Ja, hebt die Schuldnerkleidung wieder an. Hier. Okay, wir haben den Schlüssel bekommen für dieses kuriose Techtelmechtel mit einem Inkubus. Sozusagen die männliche Variante eines Succubus.
Die leben nur für Lust und Laune. Die Schauspieler haben endlich Baldurs Tor erreicht. Es kann also der nächste Akt meines Stücks beginnen. Sie haben das Geheimnis des Astralmirismus ergründet, doch ich werde Ihnen sagen, dass ich den Schlüssel habe. Den orphischen Hammer, den einzigen Gegenstand, der die Ketten des Prinzen sprengen kann. Der Hammer wird sicher im Archiv verwahrt, von einem Losungswort beschützt. Wie soll es lauten? Vielleicht gebt mir die Sehnsucht. Vielleicht gebt mir die Sehnsucht meines Herzens. A magic keyword. That'll help us in the archive. 5 Seelenmünzen. Wir haben noch keinen Verwendungszweck für diese ganzen Seelenmünzen kennengelernt. Oh, ein mystischer Energievorhang. Wäre ich hier sonst noch gar nicht reingekommen? Hochinteressant. Hochinteressant, würde ich sagen. Let's crack it open. Wunderschön, wunderschön. Oh, Trank des Engelsschlafs. Tränke, Tränke, Tränke. Wertgegenstände, Wertgegenstände, Wertgegenstände. Let's go. Auch das ist schade. Die Tränke, eigentlich nutze ich nie. Ich hätte noch so viel Potenzial rauszuholen. Und ich sehe auch häufig irgendwelche Videos an, welche kreative Lösung Leute denken. Und ich spiele es einfach ganz standardmäßig. Wie es wahrscheinlich gedacht ist. Was das Schöne ist, dadurch finde ich aber auch heraus, wie es gedacht ist. Größtenteils. Aus einer bösen Sicht. Let's get going. Okay, hier gäbe es einen Hebel auf der Seite. Gäbe es den auf der anderen Seite auch, um dieses Tür zu öffnen? Never wanted the easy path. Show your invitation. Ah, man hätte eine Invitation gebraucht. Gut, wir haben eine andere Lösung gefunden dafür. Ja, schön. Ich glaube, wir haben ein wichtiges... Inaktive infernalische Edelstein. Arkane Kunde. Oh. Gem seething in its cage, protecting the secrets of its master. Oh, dann probieren wir jemanden, der darin deutlich besser ist als ich. Ja, wunderbar, die Schatzkammer. Stab der Zauberkraft. Portal? Wie komme ich da hoch? Höllenlichthelm, infernalische Sicht. Du kannst im magischen gewöhnlicher Dunkel bis zu einem Reich von 12 Metern sehen. Der Träger erhält einen Bonus von +2 auf Rettungswürfe. Schützträger vor kritischen Treffern, klare Sache, brennender Blick. Hört sich mega an. Und 666 Gold, natürlich, natürlich. Braucht jemand noch einen guten Helm? Ich glaube du, oder? Das ist, At your command. Don't touch me. Ja. Gegen Zauber. Ein Magier, der Schutz gegen Zauber hat. Das finde ich sehr stark. Brennender Blick, ja, ja, ja. Nicht blind werden oder in Dunkelheit. Ist alles gut. Gibt's da drauf nichts? Nichts? Nichts zu sehen? Hm. Schade. Okay. Würde ich sagen, war heute wieder sehr kurios, aber auch erfolgreich. Beim nächsten Mal geht's vielleicht Richtung Archiv. Vielleicht gehen wir sogar ins Archiv. Wir werden sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.